Hallo meine Lieben, heute gibt es ein etwas anderes Video. Ich zeige euch mein Bücherregal. Ja, ich weiß auch noch nicht, ob es ein oder mehrere Teile werden. Es kommt darauf an, wie lange es hier dauert. Ich selber schaue auch gerne bei anderen YouTubern vorbei, was sie so im Bücherregal stehen haben und dachte mir, es könnte vielleicht auch den einen oder anderen von euch interessieren. Also ganz oben im Regal habe ich einen Teil meiner Mangas. Das sind meine Lieblinge. Ich habe auch noch ein paar woanders stehen. Full Moon Wo Sagashite von Ariana Tanemura. Die Mangaka kennen wahrscheinlich viele von euch, die hat auch Janji Kamikaze Demon gezeichnet. Und diese Story ist einfach süß, kann man nicht anders sagen. Und ja, ich habe sie schon lange nicht mehr gelesen, aber sie ist auf jeden Fall einer meiner Lieblinge. Und direkt daneben haben wir den Manga von Jan, die Kamikaze-Diebe. Das heißt Kamikaze Kaito Jan. Und ja, der Manga hat mir wirklich sehr gefallen. Er ist auch ein bisschen anders als der Anime. Den Anime habe ich auch gesehen. Und jeder, der den Anime mochte, kann ich echt diesen Manga empfehlen. Dann habe ich hier noch ein etwas kitschigeres Manga. Dabei geht es um Meerjungfrauen. Ich habe auch schon lange nicht mehr gelesen, aber ich habe ihn noch sehr gut in Erinnerung. Dann habe ich da oben noch ein paar von meinen Dragon Ball Mangas liegen. Ich weiß, ich bin ein Mädchen, aber ich habe Dragon Ball über alles geliebt früher. Und Vegeta war auch meine Lieblingsperson. Ja, und es ist halt ein... Kämpfen sie halt viel und ist nicht für jeden was, aber ich mochte es wirklich. Ich habe auch nur angefangen zu sammeln, wo quasi Dragon Ball Z losgeht. Davor fand ich das nicht so gut. Ja, und dann mein absoluter Lieblingsmanga ist One Piece, was man wahrscheinlich unschwer erkennen kann. Ich habe 81 Bände, stand Anfang Juli 2017 gibt es jetzt 82 und das 82. werde ich mir auch bald holen. Meine Regalbreite hat jetzt nur 80 One Piece Bände geschafft. Ich muss jetzt anfangen, oben drüber zu stapeln. Bin noch mal gespannt, wie viel es insgesamt geben wird. Bei One Piece geht es um Luffy, der Piratenkönig werden will und auf seiner Reise immer neue Personen kennenlernt, seine eigene Piratencrew aufbaut und ja immer wieder spannende Kämpfe hat. Und ja, es ist einfach schön. Die Story wird mit der Zeit auch immer besser. Also ist nichts vergleichen mit dem Anime. Den Anime habe ich früher auch geguckt. Aber nein, der ist nicht so gut wie der Manga. Ja, auf der zweiten Ebene meines Regals habe ich erstmal ein paar Trilogien stehen. Nach dem Sommer von Maggie Stiefvater. Stiefwater, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Da habe ich bisher nur den ersten Teil gelesen, aber den mochte ich wirklich. Ja, komm raus. Ja, das Cover finde ich auch richtig, richtig schön. In dem Buch geht es halt um Werwölfe, die sich verwandeln aufgrund der Temperatur. Am Anfang hatte ich so ein paar Probleme mit dem Buch, weil die Kapitel wirklich kurz sind. Aber es hat mich dann doch relativ schnell gepackt und ich finde die Liebesgeschichte wirklich schön. Und das Ende war auch toll. Also die anderen beiden Bücher, die beiden Teile werde ich auch noch demnächst lesen. Ja, dann noch eine Trilogie, die ich wirklich, wirklich gut fand. Die Göttlich-Trilogie von Josephine Angelini. Ist auch eine, ja, die habe ich dann auch das Taschenbuch gekauft und dann musste ich auf die beiden nächsten Teile warten, bis sie rauskommen. Es geht dabei auch um die griechischen Götter und ja, ich weiß noch, dass ich das richtig, richtig gut fand. Ich werde es demnächst auch mal wieder lesen. Ja, dann eine Trilogie, die wahrscheinlich alle von euch kennen. Die Tribute von Panem. Da habe ich mir so eine richtig schöne Box gekauft. Ich finde diese Bücher richtig edel und ich fand sie auch echt gut. Ich mochte die Filme auch. Das kommt selten vor, dass ich Bücher und die Filme mag. Aber ja.
Kann ich nur empfehlen, wenn das jemand noch nicht gelesen hat. Dann habe ich als nächstes die Selection-Reihe. Am Anfang war es ja nur eine Trilogie und die drei hatte ich auch an einem Schuber gekauft, aber ich hatte die an einer Freundin ausgeliehen und dann hat sie den Schuber verloren. Ja, passiert. Ich finde die Cover unglaublich schön und ich mochte die Story auch wenn sie ja, jetzt nicht wirklich glaubhaft klingt. Ja, den vierten Band habe ich mir dann auf Englisch gekauft, als er gerade neu raus war. Und den mochte ich dann überhaupt gar nicht mehr. Ich fand die Tochter von den beiden dann ja einfach unsympathisch. Den fünften Band habe ich jetzt aus der Bücherei ausgeliehen und den habe ich gerade angefangen. Ich will mal gucken, ob ich das dann wieder vom Hocker hauen kann. Ja, dann habe ich Bücher, die wahrscheinlich wirklich jeder von euch kennt. Und zwar die Harry Potter Bücher. Die habe ich mir in so einem richtig schönen Schuber gekauft. Den kriege ich jetzt, glaube ich, nicht raus. Oh. Tja, hier sind die Cover auch viel schöner als diese ersten Cover, die es gab. Jetzt habe ich den Zeitumdreher rumgeschmissen. Ja, Harry Potter und der Feuerkelch war mein Lieblingsteil von der Reihe, einfach weil es da am meisten Action gab. Und am schwächsten fand ich, glaube ich, Orden des Phönix, weil er sich so gestreckt hat teilweise. Ja, und weil Sirius da gestorben ist und ich Sirius sehr, sehr mochte. Ja, dann habe ich da noch ein bisschen Deko, den goldenen Schnatz, hier das Medaillon und den Zeitumkehrer, den ich eben runtergeschmissen habe. Die habe ich mir alle gekauft, als ich Urlaub in Liverpool gemacht habe und die gab es da relativ günstig und ich finde sie wirklich, wirklich schön für das Geld. Ja, daneben steht Harry Potter and the Cursed Child. Ich habe es mir sofort auf Englisch gekauft, als es rausgekommen ist, für 20 Euro und das war in meinen Augen echt Geldverschwendung. Ich fand das einfach gar nicht gut. Es hat einfach nicht in die Reihe reingepasst und nee, das hätten sie besser lassen sollen. Ja, daneben stehen noch mehr englische Bücher und zwar die Game of Thrones-Reihe. Ich muss sagen, ich habe bisher nur den ersten Teil gelesen, weil es echt schwer auf Englisch zu lesen ist. Besonders es ist halt nicht meine Muttersprache und war schon teilweise echt sehr kompliziert. Aber ich liebe die Serie über alles und ich möchte die Bücher auch irgendwann lesen. Vielleicht werde ich sie mir dann auf Deutsch aus der Bücherei ausleihen. Ja, mal gucken. Ja, daneben habe ich die ersten vier Bücher einer Reihe, die ich jetzt letztens erst entdeckt habe für mich. Und zwar die Percy Jackson-Reihe. Den fünften Teil habe ich auch gelesen und mir aus der Bücherei ausgeliehen. Den werde ich bald auch kaufen. Ja, leider habe ich den zweiten als Hardcover. Das habe ich nicht gesehen. Ich wollte ihn eigentlich auch als Taschenbuch, aber ich habe es ja, nicht hingekriegt. Das sieht ein bisschen doof aus, aber ja, die Bücher finde ich richtig, richtig gut. Geht dabei auch um die griechischen Götter. Wahrscheinlich kennt das auch jeder von euch. Also, wer die Bücher nicht kennt, also sind Jugendbücher, aber ich glaube, die sind eigentlich für jeden Alter was. Ja, dann habe ich noch fünf Bücher, die wahrscheinlich nicht so bekannt sind, um die Reihe Blood Ties. Ja, die Bücher drehen sich um die Privatdetektivin Vicki Nelson. Und ja, die sieht man auch auf dem Cover. Und daneben ist Henry, ein Vampir. Und sie lösen zusammen halt kriminale Fälle. Ich fand die Bücher richtig gut. Sie sind auch teilweise richtig, richtig blutig und spannend. Also die kann ich jedem weiterempfehlen, der sowas mag. Im untersten Teil meines Regals habe ich dann erstmal ein paar Einzelbände. Hier die Nebel von Avalon. Das ist ein richtiger Wälzer mit über 1000 Seiten über die Artus-Trilogie. Kann ihn eigentlich weiterempfehlen, nur teilweise streckt sich das Ganze ein bisschen, aber es ist wirklich interessant. Daneben habe ich dann den ersten Teil von Drachenhaut. Das Cover ist wirklich super, super schön. Ich weiß gar nicht, ehrlich gesagt, gar nicht mehr,
wie ich das Buch fand. Es ist so lange her, dass ich es gelesen habe. Ich werde es wahrscheinlich bald mal neu lesen und mir dann auch den nächsten Teil kaufen, den es mittlerweile wohl gibt. Ja, daneben der dritte Teil von Eragon. Ich habe die ersten beiden damals aus der Bücherei gelesen und den vierten habe ich als Hörbuch. Ja, ich fand den ersten Teil von Eragon fand ich richtig, richtig gut. Aber die danach fand ich dann immer schlechter und den vierten mochte ich dann gar nicht mehr. Deswegen werde ich mir wahrscheinlich auch nicht mehr alle von der Reihe kaufen. Dann haben wir noch mehr mit Drachen. Das war die Drachenreiterin. Die habe ich mir damals auch einen Teil aus der Bücherei geholt und mir dann einen Teil selber gekauft, wenn es sie noch nicht gab in der Bücherei. Und ich fand sie dann besser als Eragon. War mehr Spannung da drin. Und ja, ich mochte die Figuren auch lieber. Das ist der. Meine absoluten Lieblingsdrachenbücher sind Iona, die Drachentochter und Iona, das letzte Drachenauge. Ja, in dem Buch geht es um Iona, die sich als junge Eon ausgibt, weil sie Drachenmagie beherrscht und diese Drachenmagie eigentlich nur von Männern ausgeübt werden darf. Wenn Frauen das ausüben, ist da, glaube ich, sogar die Todesstrafe drauf. Und ja, sie kommt dann auch an den Palast des Herrschers. Und es wird halt ziemlich stark auf die chinesische Kultur eingegangen mit den verschiedenen. Übersicht. Ja, mit den verschiedenen Sternzeichen. Ja, ich fand dieses Buch einfach richtig, richtig klasse. Ich habe es, glaube ich, innerhalb von 2 Tagen durchgelesen. Und der Nachfolgeteil war dann auch richtig gut. Es sind auch nicht nur die beiden Teile, es gibt nicht mehr, leider. Ja, dann kommen wir zu meiner Tagebuch eines Vampirs-Sammlung. Das Vampire Diaries sagt wahrscheinlich den meisten mehr. Obwohl, das sind die Bücher zu der Serie. Weil die Bücher weichen sehr, sehr stark von der Serie ab. Ich weiß auch nicht, was ich besser finde. Ich habe alle Staffeln von The Vampire Diaries geguckt. Und die Bücher habe ich irgendwann aufgehört zu kaufen, weil ein Ghostwriter für Lisa J. Smith übernommen hat. Also das ist, glaube ich, das ist der neunte Teil. Und es gibt insgesamt 12 oder so. Aber ja, irgendwann war die Story nicht mehr so gut. Aber die ersten Teile kann ich wirklich empfehlen. Ja, dann habe ich hier noch eine schöne Trilogie, und zwar Unearthly. Dabei geht es um Engel. Es gibt in diesen Büchern halt Menschen, die Engelsblut in sich fließen haben, sogenannte Halbengel sind. Und sie müssen eine Probe bestehen, um dann Schutzengel werden zu dürfen. Und ja, fand diese Bücher wirklich klasse, obwohl ich das Ende nicht ganz mochte. Weil dann, ja. Und die Cover sind auch wirklich, wirklich schön. Dann habe ich hier wieder eine Trilogie, die wahrscheinlich alle von euch kennen. War die Liebe geht durch alle Zeiten Trilogie. Und ich mochte die Bücher wirklich. Ich habe sie, glaube ich, erst letztes Jahr gelesen, weil ich immer dachte, die sind nichts für mich. Dann habe ich sie mir in so einem Schuber gekauft für 30 Euro alle drei. Und ich habe sie dann, glaube ich, innerhalb von 3 Wochen alle gelesen. Den ersten Film habe ich, glaube ich, auch geguckt. Den mochte ich nicht so wirklich, aber die Bücher waren echt gut. Ja, dann habe ich hier eine Quadrologie eigentlich, aber den ersten Teil habe ich gerade ausgeliehen. Das ist Kuss des Tigers, der erste Teil. Diese Bücher, die vereinen so, die haben eigentlich alles, was man möchte. Abenteuer und Liebe. Es geht dann, also im ersten Teil trifft die Protagonistin, ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißt, Kelsey, in einem Zirkus auf einen weißen Tiger. Und dieser weiße Tiger, der ist eigentlich ein Prinz. Also sie erfährt von diesem Fluch des Tigers
Und sie müssen dann Aufgaben bewältigen, um ihn wieder zurück in einen Menschen verwandeln zu können. Dadurch reisen sie quer durch Indien. Also die indische Kultur wird auch stark beeinträchtigt, weil er ist halt ein indischer Prinz, der schon, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, auf jeden Fall hat er schon einige 100 Jahre, glaube ich. Und dann müssen sie, es ist sehr spannend, so ein bisschen an Indiana Jones hat mich das teilweise erinnert. Es gibt dann halt noch seinen Bruder, der auch verflucht ist, aber er wurde halt nicht vom Zirkus eingesperrt. Tja, ich fand die Serie echt gut. Und die Cover sind auch einfach wunderschön. Das Ende fand ich da auch klasse. Also, da kann man nicht meckern. So, dann habe ich jetzt hier ein paar Comics. Weiß nicht, wenn jemand von euch Avatar der Herr der Elemente kennt. Diese Comics erzählen nach dem Ende der Serie, wie es weitergehen würde. In diesem Band suchen sie zum Beispiel Sukos Mutter. Ja, ich finde, das hätten sie auch ruhig noch als Filme rausbringen können. Ich finde die richtig, richtig gut. Also, ja, kann ich jedem empfehlen, der die Serie mochte. Dann habe ich jetzt noch ein Buch, das ich von diesen gelesen habe. Die anderen habe ich noch nicht gelesen. Und zwar dieses hier. Zulast, erstmals verführen. Es ist halt so eine typische Liebesgeschichte. Die Protagonistin, ich muss den Namen vergesse ich sehr schnell, Kiera, reist mit ihrem langjährigen Freund, weil er einen Job bekommt, zieht sie halt um und ziehen dann bei den Freund von ihrem Freund ein. Und das ist so der lokale Rockstar. Und ja, der Freund muss dann wegen der Arbeit lange Zeit weg. Und in dieser Zeit freundet sie sich halt besonders mit. Namen vergesse ich sehr schnell, wie heißt er nochmal? Mit Kellen an. Und ja, weil der Freund dann ein Jobangebot kriegt, wieder woanders, aber sie ist ja extra für ihn, hat sie die extra die Uni gewechselt, macht sie über Telefon mit ihrem Freund Schluss. Und schläft dann in der Nacht mit Kellen. Und am nächsten Tag steht dann halt Danny, ihr Freund, vor der Tür, entschuldigt sich und sie, ja, sind wieder in einer Beziehung. Und aber ab da ist immer dieses Liebesdreieck zwischen Kellen, Danny und Kiera. Und ja, ich mochte es wirklich. Also die Story ist jetzt nicht so super neu, aber ich fand es gut geschrieben. Auch wenn es über 600 Seiten sind, habe ich das, glaube ich, innerhalb von 2, 3 Tagen gelesen. Ja, und daneben stehen der zweite und der dritte Teil der Reihe, die ich noch nicht gelesen habe. Aber ja, das werde ich demnächst mal machen. Und dann habe ich noch mehr Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Noch zwei Bücher aus der Young Adult Spalte. Bin ich mal gespannt, da habe ich schon was von gehört. Dann hier noch Obsidian. Ich bin mal. Das habe ich auch noch nicht gelesen, aber werde ich demnächst bald tun. Und hier sind noch die Impfpässe von meiner Katze. Und die Rote Königin. Auf das Buch freue ich mich auch schon sehr, da habe ich schon Gutes von gehört. Ja, aber erstmal habe ich mir noch Bücher aus der Bücherei ausgeliehen, die ich lesen muss, bevor ich die weiterlesen kann. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Lasst auch einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat und wenn ihr mehr solcher Art sehen wollt.